Der Unidad-Affen, die gehen mal gescheit am Sack. So. Kommen wir dann. Hab einen. Ja, das ist nett, das ist nett. So. Jetzt kommen noch mehr, ich muss hier weg. Jetzt hier die Lage. Ganz passabel. Ab. Ich kann da hinten nicht mehr warten, ich glaube, die kommen endlos. So, wo müssen wir jetzt hin? Finden Sie El Dingsbom so. Da oben sein wahrscheinlich. Shit, sicher. Wo bist du, El Bundy? Put, put, put. Ach du Scheiße. Ladies and Gentlemen, El Emissario ist soeben abgetreten. Jack selbst statt sich seinem Großvater zu stellen. Wie krank. Haben wir ihn dazu getrieben? Hör auf mit dem Scheiß, das war seine Entscheidung. Wir müssen ihn durchsuchen, vielleicht hat er etwas bei sich. Da ist ein Abschiedsbrief. Bowman, hier Nomad. Wir haben El Emissario gefunden. Er ist tot. Was ist passiert? Selbstmord. Er hat El Sueño eine Nachricht verfasst, dass er die Schuld für den Verlust der Labore in Okoro auf sich nimmt. Konnte wohl nicht ertragen, seinen Großvater zu enttäuschen. Der Scheißkerl, wir hatten El Jato schon im Sack. Und jetzt das. Er war wohl doch nicht so ein Versager, wie wir dachten. Er hat nur nicht das gemacht, was wir erwartet haben. Das kommt schon mal vor. Machen Sie sowas öfter? Ich tue, was der Job verlangt. Genau wie Sie. La búsqueda no dio resultados. El enemigo se ha perdido contacto con las tropas enemigas. Gute Arbeit. Ihr Team hat Santa Blancas Stellung im Kokaingeschäft einen schweren Schlag versetzt. Und die Befreiung der Klinik und die Impfstoffe haben eine Menge Leben gerettet. Allzeit bereit. Das Kartell wird versuchen, den Umsatzausfall wettzumachen. Mag sein, aber wenn sie nicht bezahlen, kostet sie das Loyalität. So ist es. Ich melde mich wieder. So, viele Freunde da unten. Eigentlich muss ich mich nur hier verpissen, ey. Findest du lustig? Den Typen musst du nicht mehr umlegen. Ja, hat sie gleich aufgehängt oder ist aufgehängt worden, wie man sieht. Muss jetzt nur irgendwie hier raus. Comenzando el dich erschissos. Ichos. Oh, das, ey, das ist eine gute Idee. Da durchballern. Wieder mal so blöd. Alter, hältst du aus? Junge! Ah, ist er gepanzert oder irgend sowas? Check schon. Aber das hilft euch auch nix. Ah, die wichtigsten muss man loswerden, den Rest den kann man dann abschlachten. Geh in Position, suche eine bessere Schusslinie. Hab das Ziel. Bin schussbereit. Ich schieße auf die Ärsche. Ziel eliminiert. Mist. Alter, streckt mir meinen Kopf aus. Das reicht. Zieh den nicht. Zieh ihn aber auch nicht. Jetzt sehe ich ihn. Welch gehabt, der Kleine? Diese Seite ist sauber. Falsche Abteilung. Oh, auch falsche Abteilung. Ernsthaft? Hau mal ab hier. So, eigentlich müsste das doch... Hoppala, falsche Taste. Eigentlich müsste das doch mit Schnellreise gehen, ne? Ich hin, schau mal. So, den Scheißer haben wir auch. Der nächste Buchhorn hat ins Buchhorngras gebissen. Und ich muss sagen, für meine Spielzeit bin ich noch nicht sehr weit, obwohl ich die ganze Zeit was mache. Das liegt einfach daran, dass ich alles auf relativ 100% mache. Ah, und hier habe ich eine Übersicht. Stabilisierung. Die haben gescheit aufs Maul schon gekriegt. Geht eigentlich. 11% haben die schon, das geht. Und die Unidad, die lässt mich in Ruhe, weil grundsätzlich bin ich eigentlich eh peaceful. Läuft soweit, läuft soweit.
Trotzdem, wo soll jetzt hin? Wen haben wir denn als nächstes? Ja, ne? Ne, Blödsinn. Wo soll ich denn jetzt hin? Hä? Festhalten, Leute. Oh, ups. Ich darf überhaupt nicht mehr fahren. Ja, wenn du den fahren kannst. Ja, diese Punkte hier, die hätte ich nicht aufmutzen sollen, aber egal, hat trotzdem geklappt. So, aber trotzdem brauche ich irgendeinen Auftrag oder sowas. Wo soll man denn hin? Kann man denn einfach irgendwo reinwandern, oder? Oder geht das? Ja, nur die Hinweise hier sammeln. Ja, okay, was suchen wir uns denn? Suchen wir uns irgendein Nachbardörfchen? Der schaut doch ganz gut aus. Schauen wir mal. Würde ich sagen, Schnellreise dahin. Ja, den Nachbarn sozusagen. Nachbargebiet. Mal. Der ist nur unbekannt, dieser Buchhund. Also muss erst rausfinden, wer oder was das ist. Aber das ist jetzt nicht so schwer. Einfach Hinweise nachgehen, dann soll es laufen. So. Und zum Beispiel den ersten. Nochmal. Wenn wir uns auch schnappen. Bowman, wir sind in Agua Verde angekommen. Willkommen im Narco-Paradies. Agua Verde war mal ein Nationalpark, aber jetzt ist es nur noch Santa Blanca Spielplatz. Ja, für kriegen wir schon Infos. Und dieser Narco Junior Casita schmeißt den Laden. Er kam Politiker, Richter und CEOs zur Entspannung und Sexspielchen ran. Wie ist der Plan? Wir müssen wissen, mit wem er Svenio Deals macht. Casita muss irgendwo eine Gästeliste haben. Wenn Sie ihn finden, haben Sie den Namen. Verstanden. Wir sind dran. Bowman hat uns Infos über Casita geschickt. Alles klärchen. Schauen wir mal. Casita. Javier Coronel Vallardo ist zu lang. Also nennen wir ihn wie seine reichen Freunde. Casita, er ist ein Mappy, ein mexikanischer Preppy oder ein Prepsikaner. Sein größter Erfolg war der Sieg in der Spermalotterie. Gonzalo Coronel Vallardo ist Milliardär. Und sein Papi gibt Söhnchen alles. Geld, Autos, Ausbildung, BA in Harvard, Business MBA in Wharton, Dr. Phil in Oxford, um sich etwas Feinschliff anzueignen und gute englische Kleidung. Jetzt darf er sein eigenes Resort leiten. Das war mal ein Nationalpark, aber jetzt wurde eine exklusive Ferienanlage daraus. Hier tut Casita, was er am besten kann. Verbindungen herstellen. Zwischen Santa Blanca und jedem, der jemand ist. Manager, Politiker, Richter, Partylöwen, sogar Promis. Sie wissen, wer das ist, oder? Kleiner Tipp, sie ist in die Reha wegen irgendeiner rassistischen Aussage. Casita bietet dem Kartell mehr als nur Geschäftsabschlüsse. Es ist ein beispielloser Grad der Korruption. Und sie sollen dem ein Ende bereiten. Ohne Connections, keine Korruption. Jo, läuft. Fangen wir mal dahin. Chillig an. Schauen wir mal. So, jetzt sehe ich schon ein bisschen mehr. Okay. Mal zu dem Punkt da. Ich hoffe, ich komme lebend an. Okay, ich habe eine Straße gefunden, das ist ja super. Ich habe wieder meine Abkürzung hier. Casino haben wir gefunden. Ich meine, da will ich schon hin, aber nicht jetzt. Da drüber. Aber ich habe mich verfahren. Ich muss da rauf. Ja. Ich
komme da schon drauf. Diese Provinz gehört zu Santa Blancas Abteilung für Einfluss. Die Propagandamaschine. Boah. Machen wir uns mit ihren Methoden vertraut. Halleluja, fein vor der Nase. Denal, ein exkommunizierter Priester, der zum Santa Muerte-Anhänger wurde. Er soll außerdem der geistliche Berater von El Sueño sein. Der andere Typ ist Ramon Feliz. War mal ehrlicher Journalist, bis er unerklärlicherweise anfing, Blogs für das Kartell zu schreiben. Ich sehe einen Sicario-Führer. Machen wir ihm Angst. Soll er seinen Freunden von uns erzählen? Und aufpassen, dass der nicht wieder abhaut. Was gibt's denn, dass da nur zwei waren? Drei? Kann man vorstellen? Alle Priester hören sich gern reden, nicht wahr? Doch es heißt, Reden ist Silber. El Cardenal wusste das auch. Sein Volk war am Verhungern und er wollte irgendetwas tun. Er musste den Armen helfen. Woher die Hilfe kam, war ihm egal. Andere glaubten jedoch, er mache Geschäfte mit dem Teufel. Er wurde verstoßen, verlor Familie und Freunde. Lo perdió todo. Als ich ihn fand, war er völlig gebrochen. Er sollte bei Santa Blanca die Wahrheit des neuen Glaubens predigen. Von Geburt an sind wir mit dem Tod verheiratet. Und wir müssen ihn mehr lieben als unser Leben. Heiliger Tod, die Göttin der Finsternis, befreit dich von Krankheit und Übel. Überantwortest du ihr Herz und Seele? Er taufte mich im wahren Glauben. Er berät mich, ist mein Gewissen. Es stimmt. Der Einzige, dem ich voll und ganz vertraue. Na dann. So, den müssen wir einschüchtern, aber das gibt's nicht, dass der da alleine ist. Das kann ich nicht. Da nichts mehr ist. Kommt es so ruhig, oder? Möglicherweise. Ich muss den Einsatz hier markieren. Mir ein bisschen leichter. Eine schöne Markierung. Und wir müssen da rein, ohne dass der das merkt. Was jetzt nicht so schwierig ist, denke ich mal. Also wenn das wirklich nur die sind hier, Hoffe nur, ich habe keinen übersehen. Der geht runter, glaube ich. Hinten raus. Oh, scheiße. Shit! Zurück mit dir! Zurück mit dir! Nicht so gut. Silenzio, Marce. Jetzt bist du dran, Kleiner. Okay, es ist alles gut. Soll das ein beschissener Witz sein? Kein Witz, Arschloch. Wenn ich genau, dich nochmal hier sehe, werden Knochen gebrochen. Oder auch Körperteile entfernt. Genau. Und sagt einem Butchon für seine übrigen Fahrer. Mein Vorbild ist Dexter Kleiner. Werde ich. Drecksack. Genau, ich hätte ihm doch eine Kugel verfassen sollen. Quatsch, so. Das ist schlimmer. Jetzt weiß jeder, was der für eine Pussy ist. Ja, wirklich. Sieh, Pussy gesagt. So, neben da unten sollten wir aber nur eine reinfedern. Einfach weil er es braucht, weil er es verdient. Weil er hässlich war. Oh, hoppala. Sauber hier drüben. Mal. Dann gehen wir mal Infos abchecken. Schauen wir mal, was da so gibt. Als erstes, bitteschön. Die sind alarmiert. Das da. Na, da, jetzt sehen wir schon ein bisschen mehr. Läuft, da habe ich was gesehen. Money. Jo, und Nachschub. Oben. Nachschub, Lady. Gentleman, was hat denn der für eine Drecksbude da gehabt? Oh, scheiße. Komm, runter. Whoops. Alter. Die Drohne ist oben.
Greife jetzt an. Ziele 02 oder was? Verdammt, der Kerl ist tot. Ist doch gut. Drückst ihn auf. Positiv. Kleine Ratte. Verdammt. Okay. Wir haben jemanden wachgerüttelt. Ah. Ja, du Bandiere. Einer. Ah, hier ist ja Full House auf einmal. Gut gemacht. Räumen wir auf und dann weiter. Ja, läuft doch wunderbar. Dann machen wir gleich die nächste Info hier. Das ist vor der Nase, da gehe ich auch zu Fuß hin. Ein paar Meter, das geht schon. So. Da muss ich jetzt wirklich zu dem Casino da runter. Vor allem muss man mal da runter. Und vor allem muss man Leben drunter. Wir sind fertig hier drüben. Mann, sind die schlampig. Schlampig, das hört sich so negativ an. Schlampen können auch einen Vorteil haben. Und die jumpen. Dieses Thema ist verkehrt, das sehe ich jetzt schon. Aber, was ich sagen wollte, nicht die Jumpen, sondern die Schlampen. Wenn die Schlampen einen Job haben, dann läuft es doch. Ich meine, wer will denn nicht einen Blowjob? Ich habe zwei Sicarios beim Lagereingang. Da waren doch welche, bin nur nicht blind. Aber ein drittes Ziel. Hä? Das ist ja nur die Info. Mit dem Zivilist. Hier ist Ziel Nummer 5. Markiere Ziel. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Ja gut, das ist auch ein Hauptdorf dabei. Markiere einen Hauptmann. Zivilisten sind ein bisschen lästig, weil da weißt du nie, wer ist ein Feind und wer nicht. Oh, okay. So, schau mal kurz auf die Karte. Was wäre. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.